Hallo und herzlich willkommen zum Newsflash. Ich bin Charlene und ich berichte heute über aktuelle Meldungen und Neuigkeiten in Göttingen. Die Studis haben gewählt, die Stimmen sind ausgezählt. An den Kräfteverhältnissen im Studierendenparlament hat sich wenig geändert. Die ADF stellt nach wie vor mit 17 Sitzen die größte Fraktion. Danach folgen die Grüne Hochschulgruppe mit 9 Sitzen, der RCDS mit 8 Sitzen und die Jusos mit 7. Die Piraten sind künftig nicht mehr im Stupa vertreten. Die bisherige Koalition aus ADF, GHG und Juso-HSG könnte mit leichten Verlusten weiterregieren. Rechnerisch möglich wäre aber auch ein Bündnis aus ADF, RCDS und unabhängigen Medizinern. Es hängt also alles davon ab, mit wem sich die ADF einigen kann. Zuvor muss sich aber erst intern geeinigt werden. Parallel zu den Wahlen fanden verschiedene Urabstimmungen statt. 56,4% der Studierenden stimmten für ein Bussemesterticket. Vor einem Jahr hatten sie den Vorschlag noch mit knapper Mehrheit abgelehnt. Bis es soweit ist, müssen sich die Studierenden allerdings noch ein wenig gedulden. Erst zum nächsten Wintersemester wird das Busticket Realität. Dann fallen auch die allgemeinen Studiengebühren weg. Auch das Kultur- sowie das Bahnsemesterticket wurden wieder verlängert. Das Kulturkollektiv organisierte am vergangenen Dienstag eine Rave-Demo für den Erhalt des Stilbruchs. Laut Göttinger Tageblatt fanden sich ab 17 Uhr über 800 Studenten auf dem Zentralcampus zusammen. Der Stilbruch habe sich unter der Arbeit des Kulturkollektivs in den 3 Jahren seines Bestehens zu einem vielseitigen, oft genutzten Veranstaltungsraum auf dem Göttinger Campus entwickelt, so das Kulturkollektiv selbst. Die Studenten machten auf dem Weg Richtung Stadtzentrum lautstark darauf aufmerksam. Am Tag der offenen Tür des Theater im OP, kurz TOP, gab es am Sonntag viel zu entdecken. Stündlich wurden 10 aus aktuellen Stücken gespielt, außerdem gab es Einblicke in verschiedene Arbeitsabläufe sowie Improvisationsworkshops. Zudem hatten die Besucher die Möglichkeit, an einer Führung teilzunehmen. Mehr dazu erfahrt ihr bald bei uns in Kurz vorgestellt. Es ist wieder soweit. Vom 6. auf den 7. März findet die 4. bundesweite lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten statt. Wer den inneren Schweinehund überwinden will, der findet Unterstützung in der SUB Göttingen. Das Internationale Schreibzentrum der Universität Göttingen, die Schreibberaterin der Sozialwissenschaftlichen Fakultät und die SUB Göttingen laden alle Studierenden herzlich ein, gemeinsam mit anderen Studierenden einen produktiven Endspurt einzulegen oder auch einen Anfang für ihre Texte zu finden. Das genaue Programm findet ihr in dem eingeblendeten Link. Die Würde des Menschen ist gläsern. Sind wir im digitalen Netz gefangen? So lautet das Thema des Rhetorik-Slams 2014. Organisiert wird der Slam vom Bereich der kommunikativen Kompetenzen der Zentralen Einrichtung für Sprachen- und Schlüsselqualifikationen. Am 29. Januar könnt ihr ab 20 Uhr im TOP zuhören und mitdiskutieren. Der Eintritt ist frei. Das war der letzte Newsflash für dieses Semester. Wir wünschen euch viel Erfolg bei den Klausuren und schöne Semesterferien. Bis bald!